Überblick Nummer 1 noch nicht gesehen haben solltet, checkt unbedingt meinen YouTube-Kanal ab und besucht meine Homepage onlinegitarrenunterricht.com, denn unter den Videos findet ihr immer die Noten, die natürlich auch in diesem Video eingeblendet werden. Jetzt aber viel Spaß mit Lick Nummer 2. Das Besondere an Lick Nummer 2 ist der Startton. Der Ton, der erste Ton, der gespielt wird, wird nicht, wie man so häufig es denkt, auf der 1 gespielt, sondern auf 1 und. Das Ganze zählt man so. 1, 2, 3, 4, 1 und. Dabei handelt es sich um die A-Seite. Die wird einfach nur leer gespielt. Darum haben wir auch einfach eine 0 in unseren Noten, beziehungsweise eben das A auf der zweiten Hilfslinie in unserer Notation. 1 und. Und dieser Startton, der ist wichtig, den würde ich an eurer Stelle zählen und immer gut darauf achten, dass ihr die Achtel da auch wunderbar mitzählt, um ein gutes Spielgefühl für den Startton von Lick Nummer 2 zu bekommen. Der nächste Ton liegt auf der vierten Seite im vierten Bund, gefolgt von einem erneuten Anschlag von demselben Ton. Allerdings gibt es ein Halbton-Bending mit Release-Bending. Eigentlich zieht man diese Seite nach unten. Ihr könntet in dem Moment auch noch nach oben drücken. Ich würde eher runterziehen. Kurzer Ausflug über die vierte Seite im zweiten Bund. Gehen dann über das C auf der fünften Seite im dritten Bund zurück zum A, zu unserem Grundton. Was ich persönlich gerne mache, das ist aber hier nicht notiert, ich gehe von dem C zu dem A über ein Pull-Off. Das ist eine technische Sache. Ich benutze nicht die rechte Hand, um den Ton zu produzieren, sondern ich spiele das C im dritten Bund an und ziehe dann mit dem Finger die Seite runter und produziere somit den Ton A. Da kann ich mir quasi einen Anschlag in der rechten Hand sparen. Dadurch gibt es auch so ein bisschen den Eindruck, dass das C nicht ganz gerade ist. Und ziehe das so ein bisschen ganz hauchdünn nach oben. Macht das Ganze ein bisschen rotzig, ein bisschen frecher. Und ich persönlich mag das einfach. Ja. In diesem Sinne, falls ihr Fragen haben solltet, immer rein damit in die Kommentare. Gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Besucht meine Homepage onlinegitarrenunterricht.com und ich sage bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der Timo. Bye.